Und gerade erreicht uns noch eine Meldung aus Hildesheim. Dort gibt es in diesen Minuten eine Polizeiaktion mit 350 Einsatzkräften. Sie wendet sich gegen den salafistischen Verein Deutschsprachiger Islamkreis, der kürzlich erst von den Sicherheitsbehörden als Schwerpunkt für Islamisten aus ganz Deutschland bezeichnet wurde. Die Beamten durchsuchen dort die Moscheeräumlichkeiten in der Hildesheimer Nordstadt. Außerdem 8 weitere Objekte, darunter auch Privatwohnungen. Entschuldigung. Nach NDR-Informationen prüft das Innenministerium ein Verbot des Vereins. Nicht die Linie von diesem Auto hier übertreten. Alles klar.